Tschüss. Die könnten, ja, die können aber nicht. Ja, du kannst weg. Wer ist das? Die haben gesagt, ich soll Bitcoin kaufen. Töcke. Diese Leute, die hier zuhören, ja. Ich bin eure Stimme. Misch, es war ein Schmuggler. Genau, es war ein Drogenschmuggler. Der hat dann gesagt, ja, hier, so vor 20 Jahren, wenn du dann Schwarzgeld hattest und du bist zur Bank gegangen, da hat der Mann auf am Schalter gesagt, oh, kommen Sie mal mit. Dann bist du mit der Tasche Schwarzgeld irgendwo hinten in so ein Zimmer gegangen. Ja, da hat die Bank das mit dem Schwarzgeld geregelt. Ja. Ja, ist das heute ja. Auch noch so? Nee. Mit dem Schnauzer. Und ich bin kein Quitter, meine Mama hat mich nicht so geraced. Wir brauchen irgend so ein Fach, wo wir darüber reden, die Kinder aufklären, wie schrecklich Social Media sein kann. Und ja, das Medienerziehung als Fach gibt es ja. Oh! Das, ist das könnte ein Video werden. Den Montagmorgen hast du den spermaweißen Mercedes Ersel vor der Tür gehabt. Und dann kam der Zuhälter von Trier und der hat am Montagmorgen die Kasse vom Wochenende entleert. Ja. Einfach irgendein Wild Guess. Und du errätst das eh nicht. So. Oh. Ja. Heute möchte keiner mehr was von Bargeld wissen. Heute machen das alle mit Bitcoin und Monero. Ganz genau, ja, ganz genau. Moin Moin. Bei digital. Weißt aber du, nee. Auf Latein jetzt muss ich eingreifen. Okay. Warum redest du so gegen die Affen? Gar nicht. Haben die Affen jemals einen Stift bekommen? Eigentlich ist die Frage, sollten wir nicht lieber Enten sein als Menschen? Nein. Und alle Tiere sind toll, nicht nur Enten. Ja, das war ein bisschen schon... Und wird mit der Hand viel gearbeitet. Sehr viel Handarbeit. Aber wie kann man denn sagen, ab wann ist man denn oder bis wann ist man noch ein Early Adopter bei Bitcoin? Ist man, ich glaube 2017, als so heute der auch noch Mainstream-Hype losging. Ja. Gut, das ist aber schon dann... Spät? Oder? Nee, sehr früh. 2017 ist früh? Jetzt, guck mal, wie wenige Users im Endeffekt jetzt tatsächlich Bitcoin gerade halten. Ah, ja. Von den 7 Milliarden Menschen, dann sind das immer noch Early Adopter in dem Sinn. Genau. Stimmt, ja. Das ist still early. Ich gebe jetzt mal schon mal ein vor. Also das ist ein Wort, was drin vorkommt, ja. Kopfstart. Oh, wer hat das gesagt? Ja, ich habe Kopfstart gesagt. Ja, das ist es. Im Kopf kommt die Idee, aber... Die Wirklichkeit wird durch die Hand und durch Arbeit wird die Welt geformt. Ich wäre auch lieber ein Bonobo und würde den ganzen Tag mit netten Bonobo-Weibchen rummachen, aber wir sind halt eher Chimpansees. Ja. Also ich heiße zum Beispiel Thomas mit Mittelnamen oder zweiten Namen. Was für eine Bombe! Ja. Heiliger Thomas, ja. So, Heiliger. Hat schon was. Ich bin eigentlich ein Steuerflüchtling. Es gibt keinen anderen Grund, warum ich hierher gezogen bin. Ich wollte einfach mehr nette... Oh. Alle Bauern, die zu Bankern wurden. Hatten wir etwas. Selbst wenn wir das wie jemandem zeigen. Das heißt, wir, ja. Hey, komm, Kleiner. Mit schwarz gedruckt, also schwarz, so glänzend. Life is Porno. Okay, dann möchte ich noch ein kleines Liedchen hier am Ende spielen. Das ist vielleicht auch das Problem. Ich habe noch nicht viele witzige Memes gesehen. Didi? Mich? Ja? Wie war's jetzt? Ja, tipptopp.
Der Schulter. Der muss schon ein Zell von den Schulter. Nee. In Sache. In Sache. Gehst mal zu dick auf den Sack. Genau. Das eine Jahr. Also man produziert ja dann jeden Tag und man hat ja nicht jeden Tag Inspirationen. Und wenn eigentlich der Output an Produktion größer ist als der Input an Inspiration, ja, kommt man auf einmal auf ganz andere Ideen. So. Ich habe gelernt, die besten Meister sind immer noch Schüler. Also die merken selbst, dass sie noch immer Schüler sind, die noch immer am Lernen sind. Nathalie Schmidt, die frisch vom Frauenstreik hierher gekommen ist. In der Tat. So. Mega geil. Kennt ihr Pulp Fiction? Ja. Wisst ihr, was da im Koffer drin war? Nee. Vielleicht dieser Burger. Dieser. Jeder hat ein Smartphone. Jeder hat Access aufs ganze Internet, auf das, quasi auf das ganze Wissen der Menschheit. Wie viele Leute benutzen das wirklich? Und das ist, glaube ich, das, was du vorhin gemeint hast, als du gesagt hast, in diesen Gesellschaften, wo du dich als Frau, um dich als Frau durchzusetzen, musst du dich eigentlich männlich verhalten. Also du musst männliche Verhaltensweisen annehmen. Und das ist, glaube ich, heute immer noch zum Teil wahr. Die ganzen Leute, die hier sagen, 3 Stunden, oh, viel zu lang. Ihr müsst das ja nicht ganz gucken. Aber wenn ihr wollt, dann könnt ihr. Ja, mein letzter richtiger Urlaub war, glaube ich, mit dir in Israel. Ach, das ist schon sehr lange. Das ist 4 Jahre oder so. Okay. Oh, ne, echt? Ja, hier. Oh, so. Nee, wir alle. Das haben wir aber alle gewonnen. Oh, das ist ja mega. Wow. So, ja. Mega cool. Wir werden heute mit euch ein bisschen die Teewelt, Welt des chinesischen Tees, erforschen und besser kennenlernen. Sogenannte Zhuizhongmingren. Zhuizhongmingren. Sokrates war der intelligenteste aller Menschen. Wieso? Weil er wusste, dass er nichts wusste. So. Oder stehst nackt im Raum. Auf der Couch. Das ist der nackte Mann. Das ist so. Entweder sie beißt an oder war ja eh schon vorbei. Nee, dann habe ich einen anderen nackten Mann gemacht. Also mir hat mal irgendein Kumpel, Das ist dann der Affen im Kopf und das Pferd im Herz. Die müssen beide eingezäumt sein. So. Er meint ja auch, boah, öffne dein drittes Auge. Und er meint immer, ja, wieso willst du dein drittes Auge öffnen? Willst du deinem Affen eine AK geben oder was? Ja, manchmal ist es wirklich sehr... ein kleines Affenzirkus in der Schau, wie vielleicht manche das auch schon mitbekommen haben. Ja, die Emotion ist das Pferd und du bist der Reiter. Die Logik, Ratio ist der Reiter und die Emotion ist das Pferd, was treibt. Das Pferd darf nicht, nicht die Zügel in der Hand haben, das darf nicht kontrollieren, denn das... Das Pferd entscheidet nicht, wo es hingeht. Der Reiter entscheidet, wo es hingeht, mit Hilfe des Pferdes. Genau. Und Prost, ja. Prost. Vielen Dank. Ich habe entschieden, dass ich anstatt ein bisschen Kapital, das ich gespart habe, jetzt zu bezahlen, um eine Wohnung zu kaufen, ich lebe zur Miete und den ganzen Rest habe ich investiert in Krypto. Ah ja. Bist du schon am Überlegen, ob du das Unternehmensvermögen in Bitcoin umwandelst? Ja. Ja. Echt? Ja. Blut. Steinerweisen besitzen heißt alles wissen. Und alles ist in allem. In einem Bit reflektiert sich das ganze Universum. Und er muss sich auch die ganze Episode auflassen, oder? Nein. Jetzt wieder die Probe. Ja. Es gibt uns auch in Audio Only. Ja. Apple Podcasts, Overcast, Radio.com oder wir sind überall vertreten. Damals nannte man das FUBU-Style. Oh ja, absolut. Auf meiner ersten Rave bin ich wirklich dahin gegangen und habe einfach gedacht, jeder ist voll nett, mich in den Arm, wow, die sind voll friedlich. Ja, dann habe ich halt später gemerkt, dass die halt alle voll auf Drogen sind. Wir agieren ja nur mit gefährlichem Halbwissen hier in der Show. Das zeichnet uns aus. Auch neu dann für uns. Die Stelle mal markieren jetzt. Wo wir ist das, das ist ja, wir sind ja eine Satire-Show, man darf ja auch ein bisschen... Auf jeden. In einen Feminismus gibt es ja auch nicht. In den Debatten durchaus von so einer ersten Welle des Feminismus, zweite Welle, dritte Welle, so ist... Wenn du bei einer Welle zu früh paddelst, also beim Wellenreiten, also dann bist du dann schon platt, weil du zu viel gepaddelt hast und dann bricht sie erst und Welle kommst. Genau, dann bist du, dann hast du falsch gemacht. Aber irgendwann stimmt das Timing und irgendwann, und dann ist es ganz mühelos, dann paddelst du nur ganz ein, zwei Mal. Der erste ist ein bisschen zum Aufwärmen. Okay, was macht man mit einem Hund, der keine Beine hat? Gott, er hat mir letztens schon... Und alleine ziehen. Ja, man. Um
in die Häuser ziehen. Ich finde generell die USA, wenn du genauer hinguckst, die Infrastruktur und so weiter, erinnert oft an ein drittes Weltland. Ja. Also. Ich feiere, bis ich kotze. Ja, geil. Da gibt es so einen coolen Influencer. Der heißt Pope Francis. Aber pass mal auf. Hat der auch einen Account? Der hat 7,8 Millionen Followers. Und followed zero. Und das Ziel ist ja nicht zu sagen, alle müssen gleich sein, sondern es geht ja darum zu sagen, ob man jetzt männliche Charakteristika hat oder typisch weibliche Charakteristika, dass das eine nicht höher bewertet wird als das andere. Ja. Darum geht es ja eigentlich. Ist eben, NFTs sind non-fungible tokens und die laufen über ERC. Super Wein noch mitgebracht. Ein großes Problem ist, dass die Menschen zu oft aktive Antwort abschieben. Ja, weil eigentlich, man möchte ja immer nur größer werden. Eigentlich, ich möchte so viele Menschen wie möglich erreichen, weil ich einfach nur mein Mindset verbrennen möchte. Oder auf Tabuthemen kommen möchte und aufklären. Und deswegen möchte ich gerne eine größere Reichweite haben. Aber nicht damit Menschen mehr konsumieren sollen oder wie auch immer. Einfach nur, mir ist es wichtig, eine große Reichweite zu haben, um eine Bewegung zu starten und nicht... Ja. Aufmerksamkeit auf wichtige Themen zu lenken. Ja. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Nochmal, die Zaubertricks sind ein Beispiel für eine Art von, ja wie gesagt, digitaler Kunst, könnte man sagen, oder ein Kreationsprodukt, was wir anbieten auf dem Markt, sodass wir diese Show auch in Zukunft unabhängig halten können. Können wir die Welt jetzt so ändern oder nicht? Das ist die eine Frage. In Anführungszeichen, jammert weniger, macht mehr. Ich meine euch da draußen. Ja. Genau, euch. Oder dich, du, wer auch immer du bist. Ja. Also ich finde Frauensport an sich extrem faul. Faul? Nee. Warte, ich hab hier ein paar. Ja? Wie viele Zuschauer haben wir denn gerade live? Drei. Die Sendung wäre noch viel geiler, wenn es noch 2 Stunden weitergeht und wir würden jetzt einfach anfangen, nur zu trinken. Also Ding ist, wir haben ja noch Zeit ein bisschen. Ne? Wo musst du hin noch? Die wohnt gleich nebeneinander. Also ja. Perfekt, also super. Ich komme gleich mit der Fahne hin. Yeah. Das war das Meeting, ja geil. Ja, mega. Liebe Zuschauer, sorry für das Chaos heute. Müssen wir jetzt mal gucken, wenn wir das Video hochladen, ob das lustig oder aber total blöd war. Ja. Unterstützt die Sendung, spend some money. Peace out.